Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Die Arasakas sind kein ordinary clan. Sie sind nicht even human. Vampires, the lot. Their bodies, they never age. But notice their eyes, cold and dead. Their corporation exists only as cover for their wicked means to live. Or rather, to remain undead. I tell you now, Saburo is not gone from our world. He rests undisturbed in the family crypt. He feasts on the blood of his servants, awaiting his body's rejuvenation to return once more. Right, so Saburo is definitely dead? Like, trust me on this. Such conviction! You witnessed his death with your own eyes? Well, but just so happens that, kinda schon, no. Yeah. No, I did not. Ah, you see? You see? But how could mere mortals become these death-defying abominations, you ask? With the help of techno-necromancers from Alpha Centauri! It was their tainted blood Saburo Arasaka drank to transform himself into this devil spawn! Gary, you can't spill Arasaka's secrets! They gonna find you! Let them! The seed has been sown! The truth shall sprout roots and lift us from the invaders' clutches! Hängt gut an die Folge. I recognize you. You come here often. Your eyes tell me that your mind has opened to the truth. Will you provide a humble donation, so that I may continue my mission? Komm ein, Euro-Dollar. Humble sounds affordable. Just don't spend it on stupid shit. Sagte gleich was? Nur ein Euro-Dollar? This has bought me a day or two. Was wäre wohl passiert? Ah, hau mir ab mit den Radiowellen. Was wäre wohl passiert, wenn ich ihm 9000 gegeben hätte? Wanna read my tarot? Sure thing. Focus on the recent past and what you expect in the future. The Hermit. In solitude, he discovers the truth about himself and the world. From this, he draws strength. His lantern cutting through the darkness. Could be you, or someone who shows you kindness. But watch out. A reversed Hierophant lurks in the darkness. He brings crisis, both in life and authority, rebellion and fanaticism. He is a grave threat. A devil reversed. You will find yourself under the influence of powerful people with unclear motives. Be very careful. The tower. You and everyone around you will experience a great shock. When the tower falls, nothing will be the same again. Nothing at all. Interesting. Thanks for the heads up, Misty. Oh, watch out. I'm glad you understand. Ich muss ja sagen, Mistys Laden, dem ist so irgendwie einen beruhigenden Aspekt an sich. You all right? I think so. Not easy, you know. Putting my life back together. Ja, verständlich. And you? I mean, you too? It's weird, but I think we're starting to see eye to eye. I had a feeling it'd work out. It's hard not to get along with you, V. Und ehrlich gesagt, gefällt mir Missy auch. Ich finde sie ziemlich nice. Und sympathisch. Jipping in. Begib dich zum Afterlife. Jetzt ist es soweit. Rogue macht ihr. Sie ist endlich soweit, dass sie nicht mehr
wo ihr die Vergangenheit davon löst und Smasher fertig machen will. Und wenn ihr das Stück Scheiße gestellt, wenn wir das Stück Scheiße gestellt haben, will ich ihn persönlich umlegen. Aber bis dahin hast du das Sagen. Viel Spaß bei der Jagd, wie? Ja, okay, ich glaube, diese Mission geht ein bisschen lange. So schätze ich jetzt einfach mal. Und heute habe ich leider nicht mehr so viel Zeit, was das angeht. Deswegen könnten wir vielleicht die zwei Sachen hier noch machen. Der andere mit seinen Radiowellen. Ey Leute, nicht mich angreifen, ich bin nett. Habt ihr danach beschossen? Ah, andere Leute. Okay, 200 Meter. Okay, jetzt noch 90 Meter. Oh no, oh no, oh no! Auftrag. Ziel Hunter Highland. Ort Little China, Koordinaten im Anhang. Notiz. Job hat oberste Priorität. Klient ist auf schnelle Ausführung angewiesen. Sofort erledigen. Sieht so aus, als ob sie das gemacht hätten. 5000 Dollar. Gespräch zwischen Hunter und Max. Max, irgendjemand fängt unsere E-Mails ab. Frag nicht, woher ich das weiß. Ich weiß es einfach. Das ist übel. Ja, was du nicht sagst. Keine Nachrichten oder Anrufe mehr. Ich habe die Dateien, die du wolltest, an dem Ort gelassen, wo wir Mittag gegessen haben. Meine Bodycam-Aufnahmen sind auch darunter. Aber ich warne dich, das ist alles, als würdest du einem Albtraum zusehen. Wir haben die Dörfer in Napalm ertränkt und vorher sichergestellt, dass alle zu Hause sind. What the fuck? Oh Gott. Sei vorsichtig und lass die Augen an den Kopf wachsen. Vertrau keinem, ich verschwinde jetzt, außer sie. Okay, viel Glück und danke. Okay, können wir das finden? Wahrscheinlich nicht. Okay, das ist nur Data Mining. Perfect. Ja, noch eine Waffe dabei. Auch wenn sie bloß kaputt ist. Und hier noch ein Laptop. Ich brauche ihre Hilfe, ausstehende Miete oder Immobilienschuldner. Hiermit informieren wir sie offiziell darüber, dass ihre Miete noch nicht bei uns eingegangen ist. Sie können die ausstehende Summe entweder direkt per Banktransfer auf unser Konto überweisen oder in bar zu uns ins Büro bringen. Sollte die Miete vor Ende des angegebenen Zeitraums nicht bei uns eingegangen sein, leiten wir das Anliegen
an ein Inkasso-Büro weiter. Treffen Max Jones an Hunter Highland. Hallo, mein Name ist Max Jones. Ich arbeite derzeit an einem Bericht über die Konzernkriege in Südamerika. Ihr Name wird in einigen Kendeshi-Dokumenten erwähnt. Darin steht, dass sie dort 2068 Teil einer humanitären Expedition waren. Wer es glaubt. Ich bin sicher, dass sie eine Verschwiegenheitserklärung geschrieben haben, aber vielleicht können wir trotzdem miteinander reden. Natürlich, inoffiziell. Ich garantiere Ihnen absolute Anonymität, Max Jones. Hallo Max. Gerne treffe ich mich mit Ihnen. Sie haben recht, ich habe tatsächlich in Kolumbien für Kendeshi gearbeitet. Und Sie liegen auch richtig damit, dass man nichts von dem, was wir dort getan haben, auch nur ansatzweise als Humanität bezeichnen könnte. Ehrlich gesagt habe ich noch nie mit jemandem darüber geredet. Weder mit Freunden noch meinen Kindern. Nicht einmal mit meiner Frau. Zuerst wollte ich ihre Nachricht löschen, aber ich denke, es ist an der Zeit, mein Schweigen zu brechen. Ich erwarte keine Erlösung oder Vergebung für meine Verbrechen, aber wenigstens wird die Welt bald die Wahrheit kennen. Kommen Sie in meinem Laden vorbei und sorgen Sie dafür, dass Ihnen niemand folgt. Okay, das war dann die Story hier. Er wollte mit der Wahrheit rausrücken. Und jemandem gefiel das gar nicht. Und deswegen musste er sterben. Naja. Was soll's. Alter, was für eine Riesensäule. Was? Die Cravature. Ich kann es nicht lesen. Ist das hier Spannendes? Waren wir hier schon mal? Da drin kann man auf jeden Fall was hacken. Hinten gibt's nichts. Ich check's mal, man kommt übers Dach rein. Ist das ein Tempel hier mitten in der Stadt? Der aber geschlossen ist. Sieht so aus. Da kommt man auf jeden Fall rein. Aber nicht von hier. Bestimmt. Rein kommt man da mit Sicherheit. Da ist eine Kiste schon mal. Oder auch nicht. Doch, da muss man reinkommen. Oder vielleicht für eine Mission später. Mal schauen. Hier ein Fenster offen. Das könnte man theoretisch öffnen. Dachfenster. Aber wieso jetzt nicht? Bin ich wieder mal zu früh hier? Weird. Weird. Solchen Sachen frage ich mich dann immer wieder, bin ich zu früh hier? Kann man irgendwas machen? Lass mal die Kamerasteuerung nehmen.
ist auf jeden Fall irgend so ein Dojo. Aber niemand ist hier drin. Da sind wir. Das Dachfenster ist in einem anderen Raum, was keine Kamera hat. Schade. Kommen wir wahrscheinlich irgendwie ein anderes Mal hier rein. Wie auch immer. Das Fenster könnte man auch öffnen. Interessant. Lassen wir das mal vorerst. Vielleicht findet man auch wieder irgendwie ein spezielles Item. Man würde es vielleicht irgendwie durch ein Rätsel öffnen können, keine Ahnung. Hey, V, could you investigate something for me? Caught wind of a scuffle at the docks. Could be junkies, but this thing smells like a cyber psycho flare-up to me. And I want to know if drugs played any part. A cold body's no good to check, so keep him alive. Okay. Leben lassen macht die Waffe nicht tödlich. Macht die Waffe nicht tödlich. Cyberpsycho-Attacke 1 noch. Die Sicherheitsvorkehrungen sind an solchen Orten eben ziemlich hoch. Also rechne damit, dass unser Mann ordentlich was drauf hat. The Beast in Me Badlands. Leiche, keine Reaktion, kein Puls. Leiche weist schwere Verletzungen von einer stumpfen Waffe auf. Ein Gespräch zwischen Bobby und Frank. Hey Frank! Hey, was gibt's? Kannst du meine Schicht heute Nacht übernehmen? Willst du mich verarschen? Ich bin schon seit 48 Stunden auf den Beinen. Komm schon, Kumpel, ich habe einen guten Grund. Und der wäre... Ich habe 2 Tickets für ein Blackout-Spiel bekommen heute Abend. Du weißt doch, wie verrückt mein Sohn nach denen ist. Das war das einzige Spiel, das wir so kurzfristig kriegen konnten. Bitte, Frank, du hast was gut bei mir. 3 deine Schichten für die eine von mir heute? Hm, na gut. Aber pack noch ein paar Stimulanzien obendrauf, sonst gebe ich im Dienst um. Klar doch, du bist der Beste, Frank. Echt, Mann, vielen Dank. Ja, ja, kein Problem. Und vergiss nicht, ein Erinnerungsfoto von dir und deinem Sohnemann zu machen, du Bilderbuch-Papa. Was? Fuck me! Alex Johnson, Afterlife-Söldner. Nee, 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 nee. You're fucking... Waffenglitch wieder.
Bewegungsstörungsapparat. Waffenglitch. Not like this. Okay, der lebt noch sehr gut. Habe ich gut gemacht. Es ist immer schwierig, nicht zu oft drauf zu schießen. Warum habe ich eigentlich die... Doch, er lebt noch. Die... Wie heißt's? Die Lebensbalken ausgeschaltet. Bericht. Entwurf des Berichts. Ah, verschlüsselt. Müssen wir hacken? BD555555. Wie soll das gehen? Also, BD. Warte, BD. Nee. BD 5555. BD 55. Das geht doch gar nicht, oder? Man muss, glaube ich, alles nacheinander, weil sonst, PD 555555. Yes. Vertrieb am Dock. Ich habe mir unsere Einnahmen und Ausgaben für diesen Monat angeschaut. Und es sieht so aus, als hätten wir seit unserer ursprünglichen Investition nicht schlecht Profit gemacht. Ich habe mit Frankie gesprochen, der Wache. Der meint, das Glitter mit Paracetamol angestreckt zu haben, die beliebteste Version ist. Außerdem hat er darauf hingewiesen, dass es in letzter Zeit vermehrt Versuche gab, ins Lagerhaus einzubrechen. Weil die neueste Mischung extrem süchtig macht. Deshalb will er mehr Wachen und verbesserte Sicherheitsvorkehrungen haben. Selbstverständlich habe ich diese Idee sofort abgewürgt. Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn jederzeit durch einen Kang Tao Kang-Tao-Roboter ersetzen können, wenn er seine Arbeit nicht zufriedenstellend erledigen kann. Also wird er sich bestimmt nicht nochmal beschweren. Langfristig stellt sich die Frage natürlich trotzdem. Vielleicht wäre es kosteneffektiver, uns statt ihm einen Roboter dazuzulegen? So oder so rechne ich mit zunehmendem Gewinn in der nahen Zukunft, auch wenn wir noch keine zuverlässigen langfristigen Prognosen machen können, da wir noch nicht wissen, welchen Einfluss unser Produkt auf die Lebenserwartung der Kunden hat. Berichten zufolge gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Verteilnetzwerk und zahlreichen Fällen von Cyberpsychose, aber das wird im Bericht selbstverständlich nicht erwähnt werden. In ein paar Monaten können wir eventuell genauere Prognosen anstellen. Dafür habe ich Frank damit beauftragt, in seinem Revier die notwendigen Daten zu sammeln. Das war dann wohl der Chef hier, Leiche. Der Chef, der das Ganze hier betreut hat. Doch, der lebt. Ein Ticket für die Oberliga. Da kommen wieder Erinnerungen auf. Blake, hör endlich auf zu schmollen wie ein kleines Kind. Ich weiß genau, dass du meine Nachrichten liest. Auch wenn du sie ignorierst und so tust, als wäre ich dir auf einmal scheißegal. Die Arbeit in NC läuft okay, wobei die Konkurrenz echt heftig ist. Und ich mehr in mein neues Chrome investieren musste, als ich ursprünglich geplant hatte. Ehrlich gesagt war es schwer genug, mich an mein neues Ich zu gewöhnen, wenn du verstehst, was ich meine. Als wäre das nicht mehr mein Körper. Weiß nicht. Aber jetzt läuft alles rund und wirklich Nova. Aber was am wichtigsten ist, der Job, mit dem wir endlich nach oben kommen, ist zum Greifen nah. Das sagt mein neues mit dermalem panzergeschützten Bauchgefühl.
Sobald ich den Auftrag in der Tasche habe, werde ich das mit Chrom, Feuer und Style durchziehen. Und dann bekommen wir beide endlich das Leben, was wir schon immer verdient haben. Ich vermisse dich und ich liebe dich, Alec. Ach Mann, die waren ein bisschen so wie wir damals, ganz am Anfang. Glitter. Ach Alec, Liebling, ich hab dir doch gesagt, dass du die Finger vom Glitter lassen sollst. Das Zeug wurde entworfen, um total abhängig zu machen. Deswegen tut es so weh, wenn du versuchst, damit aufzuhören. Damit auch Schmerz, Editoren und Medikamente nicht dagegen helfen. Nur Paracetamol von Bodyweight Life Preservation Systems klappt vielleicht. Soweit ich weiß, gibt es welches in einem ihrer Läden in Little China. Aber leider kostet Paracetamol ein halbes Vermögen und um dein Glitterzittern in den Griff zu kriegen, wirst du es dir einwerfen müssen, wie Popcorn im Kino. Alec Johnson. Er lebt zumindest noch. Wir haben ihn nicht getötet. Okay. Ganz kurz eine Frage. Gibt es hier unten was? Und warum sollte man hier unten lang gehen können? Rein absolut gar nichts. Naja, ciao. Ah, warte. Vielen Dank für alles. Tschüss. Ich habe im Hafen einen kleinen Drogenring gefunden, der einen Riesenauswahl an allem Möglichen vertickt hat. Die meisten Käufer waren arme Schlucker aus der Nachbarschaft, bei denen sie selber psychotischen Ausbrüche gerade ansteigen. Gib garantiert eine Verbindung zu dem neuen Drogencocktail, der gerade Wellen schlägt. Unser Junge schläft jetzt tief und fest hier und wacht so schnell nicht auf. Bereits zur Abholung mit einem Bluttest solltest du herausfinden können, was alles durch seine Adern fließt. Sehr gut, danke für das Update. Konzerne machen sich ungern die Hände an Gossendreck schmutzig. Aber wenn ein Dealer Glitter mit Kohlenstaub oder sonst was für einen Scheiß mischt, sehen die Eddie Zeichen. Das Geld fließt weiter in ihre Taschen und ein paar Unerwünschte verschwinden für immer von der Straße. Win-win-Situation. Selbstzeigekurse-Attacke, Ticket für die Oberliga. Okay, da sind gerade Autos verschwunden. Ah, hier unten waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, die waren wir, glaube ich, schon mal. Ist das nicht N54 News? Was machen die denn da? Aber aussteigen tut niemand. Schade. Naja. Ich würde sagen, das war's wieder mal für heute, für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jooms, haut rein. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.